meine Damen und Herren, wir spielen Solar Session 6. Wir wollen siedeln, siedeln und siedeln mit unseren Römern. Eine Runde weiter, bitte. Alles gut. Pumping Cake hat gerade unabsichtlich für etwas Verwirrung gesorgt. Gleich werden wir missioniert. Orthodoxe Ostkirche soll sich in Rom ausbreiten. Sieben Bürger, endlich, nach Jahrtausenden der siebte Bürger hier. Wo arbeitet der denn jetzt? Also Nahrungsüberschuss hier wäre Quatsch. Wir haben plus 5, das wird wegen des der Wohnraumprobleme runtergefahren auf ein Viertel nur und dann noch gerundet. Das heißt, jeder Nahrungsüberschuss ist Quatsch. Wir investieren in Produktion. Das hier ist ein Quatschfeld. Das könnten wir uns holen. Da hätten wir einen Kulturpunkt mehr. So können wir das machen. Mhm. Die hier vorne wird in zwei Runden wird hier gerodet. Und Leute, die nächste Stadt. Namensvorschläge. Ist das Sparta, Athen, Hellas, Mulas? Bitte Namensvorschläge. Also Istanbul ist das hier definitiv nicht. Korinthos, Burrit, Muten. Muten? Wie Aten? Aua. Oh, ich habe gerade so Schmerzen. Ich bekomme gerade Kopfschmerzen. Und mehrere Leute schreiben das sogar. Echt, das ist... Muten wegen Aten und Aten wie Athen. Das ist, Leute, im Ernst. Ihr quält mich. Herbules wie Herkules. Dann kann man doch auch gleich Herkules sagen. Da ist da auch eine Kuh drin. Berpulbulpulis. Hafen von Buleus. Jetzt wird spannender. Buleimpia. Bulten. Aber jetzt bekomme ich auch noch Zahnschmerzen. Das ist immer schlimmer. Also okay, was ist das, wo ich am wenigsten Zahnweh von bekomme hier? Nichts, keiner dieser Vorschläge. Korinth wäre ich bereit zu nehmen. Korinth nehme ich mal, statt Korinth. Das geht doch am ehesten. Aber dann nur in der richtigen Schreibweise. Korinth wird natürlich so geschrieben und nicht, wie es im Chat eben hieß. Korinth, ja, die bekannte Hafenstadt im alten Griechenland. Korinth. Alles klar? Ah, da hat Twenty hat es mittlerweile auch geschrieben. Alles klar. Zwei dumme Eingedanke hat Twenty. So, und jetzt ist ein Monument hier entstanden. Dadurch haben wir zwei Kultur mehr. Den Kornspeicher werden wir uns gleich kaufen, denke ich mal. Hafen bauen. Ich würde einen Hafen bauen. Es sei denn, wir sind der Meinung, dass wir sehr schnell sehr viel Produktion hier bekommen. Ach, ich doof. Wir werden erst kaufen und dann die Stadt gründen sollen. Jetzt zahlen wir mehr Gold. Wir haben es in der falschen Reihenfolge gemacht. Glaube ich. Oder ist es die Anzahl der Siedler, der Städte? Nee, ist die Anzahl der Siedler. Die Stadtgründung hat den Preis gar nicht hochgetrieben, von oder? Von den einfachsten Anfängen nicht, an, ne? Habt ihr uns zu wahrer Größe geführt. Also jeder neue Siedler, der ins Spiel reinkommt, oder gekauft oder gebaut, erhöht die Kosten für den nächsten. Aber der war ja schon vorher da, der Siedler. Immer mehr war ein Geheimnisse. Denkfehler. War ein Denkfehler. Diese Aussicht auf Reisen zu fremden Küsten lässt unsere Herzen höher schlagen. Wir können es auch einmal überprüfen. Den Siedler hier kaufen kostet er 1040. Jetzt gründen wir die Stadt einmal wieder.
1040. Da ist er. Und mit ihm siedeln wir jetzt hier vorne. Hier. Und vielleicht kriegen wir hier oben noch eine hin, da müssen wir gucken. Dafür gehen wir hier einmal scouten. Ob's, oh, spannende Frage von Dämolischer, ob sich die Kosten verändern, wenn man einen Siedler, den man mal gebaut hat, wenn der vernichtet, gekidnappt, gefangen genommen worden ist. Super spannende Frage. Ich habe keine, ich weiß es nicht. Finde ich sehr, sehr spannend, die Frage. Hafen hier unten. Hier hätten wir schon im Augenblick einmal zwei Produktionen. Die Mine, die hier gebaut wird, wird in Kürze zwei mehr an Produktion bringen, sobald die Ausbildung steht. Im Augenblick allerdings noch nicht. Im Augenblick würde sie einen mehr geben. 274757. Ein Hafen müsste eigentlich relativ schnell entstehen. Hier vorne können wir noch einen Steinbruch bauen, auf das Marmor vorkommen. Wir würden eher den Stein hier nutzen, ne? Mhm. Den können wir nachher nutzen. Sollen wir einen Hafen bauen? Ja, ne? Oder schaffen wir es aus eigenem Antrieb den Kornspeicher? Den kaufen wir eher, ne? Hier vorne geht's zu der neuen Stadt hin. Und die braucht hier Sägewerke, geben jeweils zwei Produktionen auf den Feldern. Das wäre sehr hilfreich. Das kann der im Alleingang stemmen. Und der Kollege hier vorne sorgt für ein weiteres Tabakvorkommen. Ach, wisst ihr was? Wir haben links kein Schiffchen mehr. Den schicke ich mal nach links. Der soll die Siedler begleiten gleich. Und mit derselben Begründung können wir auch langsam das Schiffchen hier wieder abziehen. Hier wird in zwei Runden gerodert. Alles ein bisschen aufgedeckt. Hier vorne noch einen weiteren Späher. Offene Grenzen sind da. Und eine Runde weiter. Wir haben 231 Gold. Damit können wir natürlich auch Dinge kaufen. Ein Kornspeicher. Nächste Runde. Hier vorne, wenn wir den auch brauchen. Hier vorne hatten wir Süßwasser von hier vorne. Von dem Naturwunder. Es gab Süßwasser. Hier haben wir kein Süßwasser. Nee, doch, hier haben wir Süßwasser von dem Fluss. Hier bräuchte man Süßwasser. Hier vorne. Hier, da können wir einen Kornspeicher uns nachher kaufen. Das wäre durchaus sinnvoll. Das können wir uns gönnen hier. Mhm. Ja, hier brauchen wir nirgendwo einen. Hier können wir einen bauen oder kaufen nach dem Siedler. Wir haben allerdings relativ viel. Hier ist ein Kornspeicher schon drin. Der ist schon drin. Eine Runde weiter. Rom wurde missioniert. Unsere Bürger folgen jetzt der orthodoxen Ostkirche. Und Stadtmauern stehen. Unsere allerersten, die haben wir gebaut, weil unsere Nachbarin Hedwig ist. Der Leuchtturm, der gibt nochmal zwei Rundraum mehr, weil die Stadt an der Küste ist. Im Augenblick haben wir allerdings schon 11. Aber würde auch ein freischalten, dass man einen weiteren Händler losschicken könnte. Das wäre eine Option. Dann hatten wir hier vorne, wollten wir ein Industriegebiet bauen. Dort wollten wir einen Staudamm irgendwann errichten. Hafen ist schon da. Hier vorne irgendwann ein Campus. Der würde auch Erträge bringen. Also wenn wir so langsam mal auf Forschung schielen, das könnten wir machen. Dann müssen wir allerdings ein Geländefeld kaufen und dann hier mit dem Campusbau anfangen. Weil Wohnraumprobleme haben wir erstmal nicht. Wir bekommen eine Nahrung mehr. Wir bekommen zwei Goldfix,
Ein Wohnraum mehr, der ist uns auch egal, und eine Nahrung für jedes Küstengeländefeld. Das heißt, die beiden bekämen eins mehr. Im Augenblick haben wir einen Nahrungsüberschuss von plus 6. Ja, kann man machen. Der weitere Händler kann man auch machen. Wie schnell geht's? 10 Runden der Campus, 14. Den müsste man hier erroden. Am besten auch, ne? Dann fangen wir an mit dem Leuchtturm. Und behalten mal im Kopf, dass wir hier einen Händler hinschicken, der den erroden soll. Einen Händler, einen Handwerker hinschicken soll, der den errodet, bitte. Da ist der Siedler. Den können wir auf dem Landweg hier hinschicken und das könnte auch der schnellste Weg sein. Eine Plantage. Bin ich sehr gespannt, ob ich einen coolen Platz finde für eine Stadt. Kaum Ressourcen, nur hier vorne dieses super deluxe coole Naturwunder. Ja, aber wir hätten dann, wenn wir hier drauf gründen würden, genau hier, hätten wir einen Durchgang ins Schwarze Meer. Könnten wir rein und rausfahren. Ist natürlich von ansonsten ein ziemlich langweiliger Stützpunkt hier, ne? Ein Kanal könnte man später hier bauen. Hier ist sehr viel Produktion. Ein Weizenfeld hier, das sind tolle Felder für das Naturwunder. Ich glaube, ich würde hier hingehen. Dann haben wir von hier links haben wir die Nahrung, vom Westen, aus dem Westen haben wir Nahrung, aus dem Osten haben wir Produktion, im Süden die Bezirke. Ich würde genau hier machen. Genau an der Stelle. Also da würde ich die Stadt gründen. Normalerweise würden wir Schutzgebiete Kalippo bauen an dem Naturwunder, aber weil das hier so eine Sondereigenschaft hat, dass Bezirke daneben geboostet werden, ist das bei uns noch fraglich. Das puzzeln wir nachher. Genau hier vorne hin, dann käme der Hafen hier hin. Und hier kämen irgendwelche Bezirke hin. Mich, ob wir mit dem überhaupt die ganze Küste noch lang fahren sollen. Wir machen es mal. So, und wieder nach unten hin. 2 Runden, dann entsteht der nächste Siedler und er wird dann mit Krieger hier zum Siedeln hingeschickt. Ist hier noch Platz zum Siedeln? Schaut mal hier, hier ist schon minus 20, da wo wir siedeln wollten, an Loyalität. Also die beiden werden Pflicht und wenn wir hier siedeln wollen, müssen wir die Barbaren klein machen. Dafür wiederum brauchen wir hier oben eine Militäreinheit. Das heißt, wir müssen demnächst gucken, dass wir ein paar Legionäre produzieren. Wir sollten nochmal dringend Eisen verkaufen, weil unser Lager ist voll. Schauen, wer uns wie viel dafür gibt. Fünf durch die Schotten. Und Ludwig, der ist doch im Krieg. Der sollte da eigentlich nach Eisen gieren. 4, alter Geizhals. Gibt sein Geld wieder für den Bau irgendwelcher Märchenschlösser aus? Johann, unser Ex-Erzfeind. Komm, verkaufen wir ihm, weil wir generieren mittlerweile sehr viel pro Runde. Er würde wahrscheinlich, also er war eine Menge und der andere Kollege waren die Schotten, ne? Bam, 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 bam. Hier vorne. Und er hat nur 35. Was gibt er uns denn dann für 10? Kann er sich das überhaupt leisten? Ist echt erbärmlich hier. Mit den Galliern wollen wir keine Freundschaft. Haben uns eben überlegt, The Silence. Er hat deutlich mehr Geld.
18 hat er, dann sollte er uns wahrscheinlich um die 24 abkaufen. 5 Gold, 30 Runden lang und einmalig 1 drauf. Mhm, 77 Gold jede Runde. Können wir dann Luxusgüter verkaufen? Wir baden in zu viel Tabak. Er ist doch immer blank, ne? Der hat nie Geld. Nie, nie, nie. Wie im wirklichen Leben. Johann. 4 Gold. Okay. Hedwig, die Polin. Auch 4. Können wir beide. Ja, mit ihm haben wir zwar keine Freundschaft, aber ich wäre durchaus bereit, etwas... Na, wo, dann sind die anderen vielleicht sauer. Harald hat mir, glaube ich, schon Tabak verkauft, ne? Das ist zu wenig. Ach, er will einmalig was drauflegen. Also, einmal rüber nach Hedwig. Und bitte noch einmal bei Johann. Unser letztes Tabakvorkommen. Wir müssen noch mal welche anschließen. Und eins weiter. Peter haben wir noch nicht entdeckt, es kommt in Kürze aber. Was meinst du mit Stadt-Stadt-Bonus-Fighter? Und hier vorne, nächste Runde wird gerodet. Nee, René, hi, liebe Grüße, aber Freundschaft mit den Galliern wollen wir nicht schließen. Da haben wir keinen Bock drauf. Ach so, ja, der Tabak kommt von dem einen Stadtstaat, genau. Ja, wir könnten ihn trotzdem verkaufen, wenn wir den einen, den wir noch haben, wenn wir uns sicher sind, dass wir in Preslav dauerhaft den sozusagen Bonus behalten. Sicher sein können wir uns da nicht unbedingt. Wir könnten das trotzdem machen, wenn wir uns sicher sind, dass wir in Kürze Tabak irgendwo anschließen. Nochmal. Und zwar hier vorne. Da bräuchten wir allerdings einen Handwerker mit einer Aktion. Da brauchen wir sowieso gleich noch einen. Nach dem Siedler bauen wir einen Handwerker. Nochmal weiter Richtung nach oben. Sehr fleißig, René. Wenn du willst, kannst du gerne als Handwerker bei uns hier arbeiten. René berichtet gerade, er habe heute 100 Liter Erde im Wasser umgeräumt. Möchtest du als Handwerker hier arbeiten? Wie viel Ladung bringst du mit? Wie viele Bauaktionen? Also, sagen wir mal so ab 4, so Standard plus von Liang gepusht. Ja? Eine Runde weiter. Jim Raynor, aller Angeber, Zitat, ich habe 6 Ladungen. Hallo Doc Andrew und Nia, nein, wir wollen keine Freundschaft mit den Galliern schließen. Aber ist okay, dass du fragst. Ich grinse so doof, weil ich den Satz alle 3 Minuten sage. Da waren sehr viele Leute da, fast 1100 Zuschauer gerade und dann gibt es auch immer einen steten Wechsel. So, und hier roden wir gleich ein und mit dem geht es hiervon rüber, hierhin oder dahin. Hier geht es nicht hin, das sind Barbaren. Das heißt, die beiden bilden...
Captain. Ja, hier vorne die nächste Stadt. Der Siedler soll jetzt errodet werden. Oh, wie schade. Schaut mal hier. 2 Produktionen. Das ist heftig. Der extra Produktionspunkt kommt von dem Hügel. Das geht jetzt alles verloren. Wir wollten nur mal ein Bad setzen. Baden sorgt für mehr Annehmlichkeiten und für mehr geringfügig mehr Wohnraum. 2 mehr, damit ja noch mehr Bürger leben können. Der Siedler, wir haben eine Siedlerkarte drin. +50% Produktion für Siedler, auch für die Rodungserträge. Und wir haben drin den Gouverneur Magnus, Bodenbrecher. Nochmal 50% mehr beim Roden. Wir sollten 100% mehr rausbekommen, wenn man hier rodet. 100% mehr. 94 Produktion. Und ein Siedler kostet 320. Fertig ist er nicht. Er wird schneller gehen. Denk gerade drüber nach. Wir können in 5 Runden ändern wir die Politiken. Ne? Ob es vielleicht klug wäre, dann erstmal ein paar Schwertkämpfer zu bauen, damit wir überhaupt hier siedeln können. Und ob wir dann, ja, aber dann wäre der Siedler angebaut, dann könnten wir ihn danach zu Ende bauen. So können wir es machen. Genau, so machen wir das. Wir verlieren auch einen Bürgerpunkt, weil Magnus so geskillt ist, dass die 7 Bürger bleiben. Schade ist nur der eine Produktionspunkt. Aber es, wenn wir nachher die, ja, wenn wir die Produktion umstellen, nachher auf die Militärkarten, da haben wir auch 50% mehr Rodungserträge, ne? Da könnten wir direkt in den Schwertkampf reinroden und so lange den einen Produktionspunkt hier noch mitnehmen. Aber den Siedler brauchen wir ja andererseits auch. Da ist nicht zu fassen. Ja, wenn wir das Bad erroden, das wird ja nicht fertig, Ilja. Das Bad erroden, ja, damit die Stadt weiter wächst. Ja, dann werden aber die Rodungserträge geringere, weil wir für den Bau von Bädern keine Produktionskarten haben. Aber es könnte dann fertig werden. Wir würden nicht die 90 bekommen, wir würden weniger bekommen, aber das wäre wahrscheinlich fertig. Komm, wir machen das so. Wir roden einmal. Das ist Quatsch. Ich hätte den Siedler rausnehmen müssen. Das war ein Denkfehler. Weil die Produktion ist jetzt im Siedler gespeichert. Wir lassen den. Den Siedler brauchen wir ohnehin. Wir stellen jetzt um aufs Bad, weil das Bad wird auch so schnell fertig. Und die Produktion landet hier im Siedler. So machen wir das jetzt hier. Man kann... War jetzt gerade... Ich hatte gerade fehlgedacht. Aber egal, wie rum wir es machen, beides lässt sich begründen. Ich finde beides nicht schlimm hier. Weil wir hätten sonst den extra Rodungsertrag, den wir durch die Politikkarte für den Siedler bekommen haben, verschenkt. Hätten wir direkt in das Bad reingerodet, wir hätten weniger Erträge bekommen. Und wenn alles gut läuft, wenn unser Plan durchgeführt ist, dann brauchen wir diesen Siedler ohnehin irgendwann. Stimmt, wir haben noch keine Regierungsgebäude. Richtiger Hinweis im Chat. Und hier gründen wir gleich eine Stadt mit dem Kollegen hier. Wunderbar. Hier vorne geht es einmal um die Ecke herum. Wir entdecken einen weiteren Stadtstaat, Cardiff. Für diesen Fall der Fälle haben wir unsere extra Gesandtenpunkte zurückbehalten. Da könnten wir einen reingehen, dann wären wir bis hier. Oder wir sammeln noch ein paar Stadtstaaten, wo der erste Gesandte doppelt zählt. Falls wir noch einen treffen und investieren dann später einen mit der entsprechenden Politikkarte, durch die der verdoppelt wird. Im Augenblick verlieren wir eine Produktion in der Hauptstadt. Ich packe ihn mal hier rein. Wer weiß, ob das überhaupt noch passiert hier. Einmal Suzerän. Keiner ist hier Suzerän. Boah, das ist ein ganz toller Suzerän-Bonus hier. Städte halten +2 Energie für jeden Hafen auf der Karte. Da packen wir hier mal, der erste Gesandte zählt doppelt rein. Die Politikkarte.
Die Politikkarte für den Siedler würde im Augenblick verschenkt werden. Nein, denn Siedler sind woanders auch noch im Bau. Hier ist ein Siedler im Bau und dort und hier hinten. Ach so, du meinst jetzt den Siedler weiterbauen noch ein Stück. Ja, können wir machen. Können wir machen. Das ist okay. Dann bauen wir den erst noch weiter an. Gute Begründung. Welche Stufe die Gegner sind, die sind alle auf Gottheit. Das ist da, wo Aua. Und nochmal eine Runde weiter. Das heißt, wir hätten genug Siedler in den Ketten drin, um hier, um hier, um dort eine Stadt zu gründen. Und noch eine hier und eine da. Fünf. Einer ist unterwegs, der landet hier. Einer ist unterwegs, der landet dort. Dann brauchen wir Militär. Das Militär sorgt dafür, dass wir das erstmal räumen müssen von Barbaren. Dann erst die, dann erst die. Und hier sind zwei Siedler unterwegs. Einen werden wir noch hier oben brauchen. Ja? Und dann haben wir einen Gesandten im Augenblick auf Vorrat, den wollen wir verdoppeln, irgendwann durch die entsprechende Politikkarte nach Cardiff reinschicken, ersten Gesandten dort haben, dann den zweiten gratis, dann einen sehr coolen Suzerainbonus, durch den es pro Hafen auf der Karte zwei Energie gibt. Bad nachher nach dem Siedler in fünf Runden Militär, Söldner bauen, hier rüber wechseln. Ansonsten gilt weiterhin Häfen bauen und Campusdistrikte bauen, nachdem wir die Siedler fertig haben. Und genau, wir wollen mit Absicht keine Freundschaft haben mit Ambiorix, mit den anderen pflegen wir die. Wir verkaufen immer wieder strategische Ressourcen, kaufen ein und verkaufen Luxusressourcen. Könnten wir schauen, ob wir Gunst verkauft bekommen. Ich glaube, das war Johann, der dafür relativ viel gezahlt hat. Und sind insgesamt auf einem relativ guten Weg.